herzlich willkommen zur dritten bundesweiten Mahnwache in Berlin. So schön, dass der Platz sich ganz empfiehlt. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe gerade mit Chris telefoniert, vielleicht kennen ihn einige, die machen ja gerade noch so eine Aktion und machen einen Konvoi mit Autos, fast von München hoch nach Berlin. Die sind jetzt kurz vor Magdeburg und werden nachher am Potsdamer Platz mit ungefähr 20 PKWs, sind die bis jetzt schon unterwegs. Die sind alle bemalt, wie ihr es von unseren Autos mittlerweile kennt. Wenn ihr ein bisschen im Internet unterwegs seid oder auf den Mahnwachen, seht ihr ja, dass wir unsere Autos mit Kreidestiften bemalen und damit mit Botschaften durch die Gegend fahren. Und 20 PKWs bilden gerade einen Konvoi und kommen hier zur Mahnwache auch noch. Also das ist auch eine geile Aktion. Wir haben, genau, klatsch mal erstmal dafür. Wir haben ein volles Programm, wir haben viele tolle Redner, wir haben ganz tolle Musiker, die auch hier sind. Wir laufen dann nach dem ersten Teil zum Brandenburger Tor, wir machen da noch einen Zwischenstopp und sammeln uns dann am Ende am Potsdamer Platz, wo dann die große Bühne steht. Da steht wirklich wieder eine große Bühne. Genau, also ihr müsst mindestens noch 1,5 Millionen Teilnehmer werden, habe ich mir fest vorgenommen. Und aufgrund der aktuellen Lage möchten wir gerne mit einem Statement anfangen, das leider notwendig ist und das wir im Namen der Berliner Orga hier auch so vortragen werden jetzt. Also, wir möchten zu Beginn der Veranstaltung ein paar Dinge ganz klar gesagt und verstanden wissen. Wir stehen hier für einen menschenwürdigen Umgang mit jedem Menschen dieser Erde, auch und besonders mit den Flüchtlingen, die zu uns kommen. Solange die deutsche Regierung es zulässt, dass ein Drohnenkrieg vom deutschen Boden in Ramstein geführt werden darf, und solange die deutsche Regierung es zulässt, dass Waffen made in Germany in der ganzen Welt verkauft und für Tod und Elend mitverantwortlich sind, solange hat diese Regierung auch die Verpflichtung, diese Flüchtlinge aufzunehmen und zu schützen. Wohlstand unserer Gesellschaft auf der Ausbeutung und Unterdrückung der Länder derer beruht, ist es auch unsere Pflicht, diese Menschen mit offenen Armen zu empfangen, ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und sie vor jeglichem Leid zu schützen, so wie wir es auch mit unseren Nachbarn, unseren Freunden und unserer Familie tun würden. Allen Menschen, die öffentlich zur Gewalt gegen Flüchtlinge aufrufen, sagen wir, dass Gewalt schon immer der falsche Weg war und immer bleiben wird. Erst durch Gewalt ist diese Situation, wie sie heute wie sie ist, entstanden. Beendet die Gewalt weltweit und auch die Flüchtlingsströme werden enden. Versteht, dass wir eine Weltbevölkerung sind und das Gebot der Menschlichkeit nicht an irgendeiner Staatsgrenze aufhört. Demonstriert nicht vor den Flüchtlingsheimen, demonstriert in Ramstein, vor dem Bundestag und vor dem EZB-Gebäude. Denn da werden die Ursachen für Not und Elend der Welt geschaffen. Und euch allen, die ihr hier steht, möchten wir sagen, lasst euch nicht aufhetzen. Wir wollen keine Feindbilder mehr. Wir wollen in Frieden mit allen Menschen auf dieser Erde leben. Und vergesst über diese Debatte auch nicht all die anderen Probleme, die wir haben. Wir haben weiterhin einen Krieg in der Ukraine, der Potenzial hat, sich auszuweiten. Wir stehen kurz davor, dass TTIP ratifiziert wird und das, was wir alle nicht wollen können. Bleibt wachsam! Liebe Presse, liebe Reporter, wir wissen, dass ihr nicht alles schlecht seid und dass euch oftmals die Hände gebunden sind. Dennoch seid euch bitte eurer besonderen Verantwortung bewusst und kämpft mit uns an einer echten, unabhängigen Berichterstattung ohne Stimmungsmache gegen irgendein Lager. Wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir aufeinander zugehen, auch wenn wir uns im ersten Moment vielleicht fremd sind. Das braucht viel Geduld, Empathie und Verständnis für den anderen. Wir brauchen keine Feindbilder, wir brauchen neutrale Berichterstattung mit positiven Impulsen, um gemeinsam Lösungen zu finden, die allen Menschen die Grundlage für ein friedliches und glückliches Leben gewährleisten. Wir stehen heute hier, um zu verbinden, nicht um zu spalten.
um Informationen auszutauschen, nicht zu urteilen. Wir stehen heute hier für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Für was stehen wir heute hier? Und wir hoffen auf einen wundervollen und informativen Tag mit euch. Vielen Dank, dass ihr da seid.